feiere ich total ab, geil. MG Metro aus der Eifel. Herzlich willkommen hier auf der Messe Bremen. Hä, warum bin ich denn da auf dem Auto? Quasi ein Autoboot, ein Bootauto. Wir wollen uns alles anschauen, wollen euch möglichst viel davon zeigen. Und ja, ein Special wieder mal von Sascha and the Cars. Dudu macht das schon. Jumbo Jumbo. Komisch, der Jochi Klein sah früher irgendwie anders aus. Ist wohl auch alt geworden. Schneller als die Polizei erlaubt. Das ist in der Isetta natürlich einfach. Denn mit ihren paar PSchen ist die Isetta nicht besonders viel schneller als 50 km/h gelaufen. Also für Verfolgungsjagden eher ungeeignet. Ist eine Replika, voll restauriert, für 50.000 Euro. Erste Hand, ungeschweißter Capri 2.8er. Das ist natürlich mittlerweile auch sowas wie die blaue Mauritius mit 22.000 Kilometern. Vom Ford Club kein Preis dran, kann ich auch verstehen. Wenn man sowas hat, gibt man das eigentlich auch nicht mehr her. Ja, sieht man auch nicht alle Tage. Ein 190er SL komplett auf der Fresse. Das Ganze noch auf dem Perserteppich. Innen drin mit stark, aber schön patinierten Sitzen und Armaturenbrett. Und außen dann richtig flach. Living the low style. Finde ich natürlich cool. Hat was. Außer, was finden wir wieder nicht cool? Der ewig nervende Preis auf Anfrage. Kurzer Flashback an Stuttgart. Ein 124er Coupé in Weiß, in sehr schönem Zustand, aus erster Hand. Da hat es doch schon mal geklingelt bei uns. Und hier haben wir 80.000 originale Kilometer, aber 230er. Das macht nichts. Aber klingeln tut es auch beim Preis. Der ist in Ordnung, aber nicht günstig und keine Ausgangsbasis, dass wir als Händler noch was machen könnten. Deswegen bleibt der heute stehen. Ciao. Auf die Frage von Hotte in Manta, der Film, kann denn deiner auch schwimmen, konnte der Besitzer dieses Amphicars sagen, jo, denn der Amphicar ist gebaut worden zum Fahren und Schwimmen. Quasi ein Autoboot, ein Bootauto. Und dabei ist er ja irgendwie eigentlich sogar noch fast ganz hübsch. Ja, unter anderem haben wir hier auf der Messe dieses Jahr eine Lancia Leistung, Luxus, Leidenschaft Sonderausstellung. Und wenn viele Leute mit Lancia nichts Besonderes in Verbindung bringen, Motorsportfans tun dies aber doch. Zum Beispiel hier mit dem Delta Integrale in all seinen verschiedenen Versionen. Hier natürlich nicht gerade ganz üblich, nämlich für die Kenia-Rallye gemacht, dass er nicht versäuft. Dann haben wir natürlich eine absolute Legende hier, den 037 hier in der Straßenform. Ein wunderschönes Auto, man kann das nicht anders sagen. Stradale, absolut grandios mit dem Motor da hinten, den man auch schön sehen kann. Der übrigens auch richtig mega klingt. Dann auch ein HF, allerdings ein ganz anderer HF, nämlich eine Fulvia HF. Frontmotor, wenig Kubik, gab es als 1300er und als 1600er. Sehr erfolgreich, durchaus auch im Rallye-Sport durch wenig Leistung. Und dann natürlich hier, ja, Lancia Stratos. Was ist das für eine geile Sau. Auch hier in Straßenversion von Bertone gebaut. Und dann auch noch in einer Sascha-Farbe. Ja, feiere ich total ab, geil. Achso, übrigens, da steht jetzt kein Preis dran, weil er aus der Sammlung ist. Aber wenn sowas zu verkaufen ist, so ein Stratos oder so ein 037, dann müssen wir mittlerweile schon rund um die 1 Million Euro rechnen oder investieren. Also muss man sich genau überlegen. Es gibt auch ein paar günstigere Lancias. Ein sehr schöner Motorraum, kann man nicht anders sagen. Schön gecleant, herrlich aufgeräumt, gehört zu einem echt schönen 240er Volvo mit einer Mega-Farbe. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann. Gefällt mir sehr, auch stimmig.
Katzentreppe hinten dran, ja, für die, die es nicht wissen. Das ist eine Katzentreppe, ja, ist ein schönes Design-Element, Tuning-Element aus den 70er, 80ern, damit eben das Kätzchen besser aufs Dach hochkommen kann. Katzentreppe. Also Volvo mit Katzentreppe, mit geilem Lack. Ja, hier haben wir mal einen Capri. Ford-Menschen zu finden. Ja. BMW-Mensch, kein Problem. Ja, aber Ford-Mensch, der 28 bezahlt für einen Granada Touring, wird nicht ganz einfach. Schönes Auto, wenig gelaufen, ja. Aber der Preis ist halt echt schon relativ happig. Granada erste Serie Kombi. Ja, natürlich, die werden seltener. Ja, natürlich, die sind fast alle verrostet. Und ja, natürlich, der hier ist sicherlich einer der besten. Aber 30 Mille wird nicht einfach. Bei Muscle Cars aus den USA kennt man ein Kürzel, das in Deutschland eher negative Sachen hat. Hier heißt es aber einfach nur Supersport. Also nichts Nazi, nichts Böses, einfach nur Supersport. Und das bedeutet, dass es ein cooles Auto ist. Und das hier ist ein richtig cooles Auto. Ein geiler Camaro mit deutscher Zulassung. Schon ist ein 69er mit einem Manual, also mit einem Schaltgetriebe. Das macht richtig Spaß. Ungefähr 300 PS haben wir da für 60.000 Euro in dem Zustand hier auch durchaus gerechtfertigt. Auch im hochpreisigen Segment haben wir geile Farben. Hier 356er Porsche für knapp 100.000 Euro in einem richtig schönen Blau. Direkt nebendran für knapp die Hälfte eine C3 Corvette. Zwar mit kleinem Motor, aber trotzdem schönen Details. Ja, Jeans-Käfer, also wirklich mit Jeans sitzen, ein Sondermodell, was beim Käfer gegeben hat. Tim, weißt du genau wann? Späte 70er, oder? So 78. Ja, späte 70er hätte ich auch gesagt. Was haben wir hier? Ja, 74 sogar, also früher. 4000 Stück hat es gegeben und wir sehen, verkauft. Also nicht nur Tim und ich haben zugeschlagen, auch andere haben schon was gekauft. Wir wissen nicht für welchen Preis, sind uns aber einig, dass es ein gutes Auto ist, scheinbar unrestauriert. Schöner Wagen, schöne Außenfarbe, natürlich Sascha-Farbe. Und ja, als Sondermodell Jeans, echt cool. 3,5 Liter Turbo, das ist der 745 von BMW. 7er. Richtiges Holz innen drin, schönes Leder. Viel Chrom, Spiegel zu viel, wenig gelaufen, entsprechend natürlich auch nicht ganz günstig, aber wir sind der Meinung, der könnte hier weggehen. Ne? Es könnte gut sein, dass sich den einer schnappt. Er ist zumindest mal nicht übertrieben. Mal ein Blick hier in die Abwechslung der jungen Klassiker. Günstiger Galant, tatsächlich günstig, 4.500, kann man bestimmt noch ein bisschen handeln. Seltene Celica für um die 15, Z3, 3 Liter Coupé, für 40, in Turnschuhen, genau, für um die 40, 2000er Alpha, der Baccarat Clio vom Jens. Von der Garage 11. Grüße aus dem Saarland nach Hamburg. Ein schöner gelber 250er, den Granada. Also abwechslungsreich ist es hier in Bremen auf jeden Fall. Hier sehen wir, die frühen 74er Golfe waren Schwalbenschwänze. Warum? Weil sie hier und hier einen angedeuteten Schwalbenschwanz hatten. Auch wenn der hier jetzt einen Knick drin hat, weil da mal einer dagegen gefahren ist, weil das hier die echten Autos von Härtetests von früher sind, die tatsächlich durch Alaska Feuerland gefahren sind mit dem Pirelli-Reifen. Ich glaube, das sind auch noch genau die Reifen von damals. Die kommen nämlich aus dem Werksmuseum. Finden wir ein kleines bisschen zu teuer. Für einen Vierzylinder Audi. Aber gut, jedes Diebsche findet sein Deckelchen. So ist das auch hier. In der Messe sind tatsächlich die meisten Autos
bisher nicht verkauft. Es gibt vielleicht eine Handvoll, wo verkauft dran steht. Im Parkhaus sind einige, wo verkauft dran steht, weil da natürlich auch viele Privatverkäufe sind, viele Händler schnell einkaufen und Schnäppchen machen. Gestern auch schon einige, unter anderem ja auch Tim, ein Auto gekauft, Deal klar gemacht, heute Morgen ein anderes Preisschild reingehält, um nochmal zu verkaufen. Das ist klar, das ist Daytrading beim Handel und ist auch völlig legitim. Also wie gesagt, da sind mehr Sachen verkauft hier drin. Das meiste wird wahrscheinlich wieder mit den Anbietern oder mit den Besitzern nach Hause fahren.